Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, es ist schön, dass wir heute das Kirchweihfest zusammen feiern können. Wir feiern es ja seit 11 Jahren, nunmehr an dem Tag, an dem damals Bischof Reinhard, damals noch Bischof in Trier und nicht in München, unser Kloster offiziell errichtet hat. Es ist schön, dass wir dies zusammen tun können, weil wir an diesem Fest noch einmal erfahren, worum es geht und wir eine Sicherheit bekommen, auch in all den Diskussionen, die wir führen. Ich glaube, es ist gerade 3 Wochen her, wir standen hier auf dieser Seite vor der Kirche, hatten eine kleine Zusammenkunft mit dem vom Bistum zuständigen Mann für die Bauten, der uns dann sehr freimütig bekannte, als wir ein bisschen über die Geschichte plauderten und über die Zukunft. Er sei ein großer Fan von Kirchenabriss. Ja, wir mussten auch erst mal schlucken. Er sei ein großer Fan davon, Kirchen abzureißen. Also, was nicht mehr gebraucht wird, weg. Nach dem ersten Schock erinnerte ich mich an einen Vortrag von Dr. Thomas Krämer, der jetzt Rektor im Kollegium Orientale in Eichstätt ist, ein Priester unseres Bistums, der sich sehr kundig gemacht hat durch viele Reisen in die östlichen Länder, bis in Irak und Iran hinein, dort auf den christlichen Spuren. Der hat damals in der KAG einen Vortrag gehalten über Kirchen in Russland, in Armenien, in Aserbaidschan, wie diese Staaten alle heißen, Georgien. Die wurden nicht einfach alle abgerissen, weil man die nicht brauchte, man ließ die verfallen. Das ist auch ein Konzept. Den Mut muss man aber erst einmal haben. Das hatte dort politische Gründe. Bei uns bin ich nicht ganz sicher, ob es politische Gründe sind, vielleicht zunehmend auch. Was, so können wir heute fragen, ist denn die Botschaft allein des Gebäudes? Wir haben eben aus den Worten der Schrift gehört, wie sehr Paulus, wie Jesus selber dieses Verständnis von Kirche, von Tempel personalisiert. Jesus bezieht das auf sich selbst. Paulus sagt uns allen als Getaufte, ihr seid der lebendige Tempel Gottes. Und die Kirche hat im Fortgang ihrer Geschichte dieses personale Verständnis ausgeweitet auch auf den Kirchenbau. Wenn man denn den Texten zuhört, die in der Liturgie eines solchen Tages erklingen, nicht nur die Messtexte, etwa auch dazu herzliche Einladung natürlich heute Abend bei der Kirchweihvesper, erfahren wir, wie sehr das in eins geht. Natürlich, wir sind heute schnell dabei zu sagen, ja, ein Gebäude, das hilft ja nichts. So denkt das Bistum, kostet ja nur Geld. Dass wir jetzt heute Morgen bei 14 Grad hier sitzen können und sie nicht noch einen Mantel anziehen und eine Decke bekommen für die Füße. Das kostet alles Geld, wissen wir. Aber erschöpft sich damit die Auskunft dessen, was das Kirchengebäude, was der Kirchenbau ist? Erschöpft es sich darin? Ist das genug? Natürlich nicht. Ich fand in einer Predigt, die Josef Kardinal Ratzinger in Pendling gehalten hat, dort wo sein Wohnhaus stand, wo er sich oft aufhielt, und er hat dort in der Pfarrkirche natürlich auch öfter die Messe gefeiert und gepredigt, und diese Predigten sind jetzt in einem kleinen Bändchen herausgekommen vor einigen Wochen. Das ist immer sehr lesenswert. Er erinnert in seiner Predigt daran, dass gerade in unserer zu betonierten Wüste, in der wir oft leben, dass die Kirche, das Kirchengebäude allein schon eine Insel der Menschlichkeit ist, ein Zeichen des Beisammenseins und der Versammlung und der Geborgenheit. Natürlich, auch eine solche Kirche, und das wird in Zukunft noch häufiger so sein, dass wir die Kirchenbauten suchen müssen, dass sie nicht wie in der Vergangenheit prägend sind für ein Stadtbild, aber sie sind Miniaturen des Glaubens, so nennt Ratzinger das. Miniaturen des Glaubens. Und es stimmt, sagt er, in der Tat, wo Gott ist, wo Gott zu Hause ist, da ist Menschlichkeit, da ist Wärme, da entsteht überhaupt erst ein menschenwürdiges Daheim zu Hause. Da entsteht Miteinander, da entsteht Familie, die Familie Gottes. Daran erinnert uns jedes Kirchengebäude. Und wenn auch unsere
Türme vielleicht nur schüchterne Zeigefinger zum Himmel sind, aber sie sprechen von einer anderen Höhe. Nicht von dem, was wir im Guinness-Buch der Rekorde verzeichnen. Oder wir jetzt, mit der Sonde funktioniert ja nicht richtig, zumindest mal auf dem Mars irgendwie was haben. Diese Höhe ist nicht gemeint. Das ist eine lächerliche Höhe. Die ist menschengemacht. Ein solches Streben danach. Es gibt eine andere Höhe, zu der man nur mit dem Herz hinfindet. Jedes Kirchengebäude, liebe Schwestern und Brüder, hilft uns, eine solche Höhe zu finden und zu erreichen. Das Kirchengebäude sagt uns, da wohnt Gott. Das klingt dann so selbstverständlich, aber was bedeutet es? Es bedeutet doch, Gott wohnt in Saarbrücken, in Burbach. Hätte sich das jemand vorgestellt? Ich weiß, es gibt schönere Gegenden. Diejenigen, die nach hier gehören, fühlen sich diesem Ort verbunden. Für die, die hier fest verwurzelt sind, ist das genauso ein großer Trost wie für alle, die ein wenig despektierlich auf diesen Stadtteil herabschauen, ob begründet oder unbegründet, oft genug unbegründet. Gott wohnt hier. Gott ist unser Mitbürger hier, wenn wir so wollen. Daran erinnert diese Kirche. Er will unter uns Menschen sein. Und er will unter den Menschen so sein, wie wir halt sind. Er weiß, worauf er sich einlässt. Wir lesen heute, weil wir das Kirchweihfest feiern, nicht das Evangelium vom 30. Sonntag im Jahreskreis, im Lesejahr C. Doch das ist auch vom Tempel die Rede. Wir kennen vielleicht oder erinnern uns an dieses Evangelium. Da geht ein Schriftgelehrter, ein Pharisäer und ein namenloser Sünder. Sie gehen in den Tempel. Der Pharisäer geht nach vorne und er betet, weil er weiß, das ist ein Haus des Gebetes, der Tempel des Herrn. In der Art und Weise, wie er betet, er listet erst einmal auf, was er alles tut. Und das ist nicht wenig. Und am Ende dankt er, dass er nicht ist wie diese Figur, die weiter hinten steht. Ein öffentlich bekannter Sünder. Der bleibt hinten stehen und betet auch. Ganz kurz. Ganz schlicht. Vielleicht ein bisschen naiv. Er sagt einfach, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, vom Tempel geht der gerechtfertigt nach Hause, der andere nicht. Was uns das heute in Erinnerung ruft, liebe Schwestern und Brüder, ist das Erste, dieser Tempel auch hier in Burbach, dieses Kloster am Rande der Stadt, ist ein Haus des Gebetes. Ich habe das letzten Sonntag schon gesagt. Und die, die hier beten, das ist das Zweite, sind nicht, weil sie beten, bessere Menschen. Wir sind genau solche Sünder wie alle anderen auch. Unser Gebet kann ganz schlicht sein. Einfach. Es muss realistisch sein. Nicht in Selbstverklärung gefangen. Wir sind jetzt die tolle Truppe, die dort wieder in die Kirche geht und betet. Wow. Große Bewunderung von allen Seiten, leuchtende Augen, wenn man das anderen erzählt, Fehlanzeige. Es gibt genauso krumme, mehr oder weniger gerechte, sich mühende Gestalten wie alle anderen auch. Aber sie geben mit dem Gebet hier ein kleines Zeugnis davon, dass Gott unter uns wohnt, dass er nach uns sucht, nach uns fragt, sich für uns interessiert, sich hineinbeugt in diese verquere Lebenswirklichkeit, die unsere ist. Das ist das Zeugnis des Gebetes, des Hauses des Gebetes. Und deshalb ist es gut um jede Kirche, in der man beten kann, um jede Kirche, die in der Landschaft steht, die wir irgendwo finden, egal wie sie aussieht, modern oder barock oder 100 Jahre alt wie unsere. Gott wohnt hier. Gott will uns nahe sein. Und darauf können wir antworten. Ganz gleich, ob wir uns werktags irgendwo ein bisschen ins Dunkel hinter die Säule verziehen oder ob wir da vorne im Gestühl sitzen oder auf hervorgehobenen Sitzen. Das ist nicht wichtig. Die Art und Weise, wie unser Herz korrespondiert mit dem, dass Gott hier wohnt,
dass er hier sein Zuhause haben will, dass er bei uns sein will. Darauf kommt es allein an. Das ist das Zeugnis auch dieser unserer Kirche. Und ich finde ein tröstliches Zeugnis. Schade, wenn die sich irgendwann durchsetzten, die Fans sind von Abriss.